Jetzt probieren wir das hier. Das ist mehr so eine Art Zufallsspiel. Könnte sein, dass das nicht so wunderbar klappt wie mit dem Jäger. Und wie ihr seht, ich bin erst Stufe 17. Es kommt davon, dass jeden Monat wandert man wieder zurück auf einen gewissen Platz. Ich glaube, also ich war 13 oder 14 letzten Monat und dann bin ich halt zurück auf 20 gewandert und jetzt habe ich da ein bisschen herumprobiert mit den Decks und so. So. Das ist ein bisschen so der Angstgegner eigentlich, weil die meine Diener zerstört. Also dieses Deck, was ich jetzt hier habe, das ist ein bisschen komplizierter zu spielen. Das da. Der ist nicht schlecht eigentlich zu Beginn. Tu das mal weg. Tu den auch weg. Ich behalte nur den. Also was ich mit diesem Deck jetzt mache ist, also was ich versuche zu machen, okay. Urschlecht gezogen gerade. Könnte ja besser werden im Laufe der Zeit, aber ich vermute nicht. Also was ich mit diesem Deck versuche, ist, ich versuche mir ein paar Minions aufs Brett zu stellen. Meistens welche mit hohem Leben. Und dann verdopple ich ihnen die Leben mit einer Karte und dann setze ich ihnen mit dieser Karte den Angriff gleich der Lebenspunkte. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel hier einen Vierer habe, mache ich aus dem 8 Schar Leben, mache ich aus dem nochmal Leben verdoppeln, habe ich 16 Leben. Wenn ich dann die Karte drauf spiele, hat er dann 16 Angriff. So kann ich schon ausrechnen, das ist die Hälfte von dem seine Leben. Das ist ganz schön viel. Das Problem bei dieser Combo, die man da versucht zu spielen, ist, man muss versuchen, überhaupt mal ein paar Diener auf dem Brett zu halten. Was echt schwierig ist, vor allem gegen einen Mage hier. Der hier ist gefährlich. Der ist echt gefährlich, der Typ. Was der macht ist, der macht die Effekte doppelt. Der hat das perfekt gespielt, dass er ihn hier reingespielt hat. Ich meine, hätte ich jetzt Schattenwort Schmerz bekommen, hätte ich ihn entfernen können, aber ich habe es halt nicht gezogen. Wenn ich die spiele, könnte es sein, dass das umsonst ist. Dann pingt er sie und tötet sie. Wenn ich nichts spiele, ist auch. Also pingen bedeutet, er verwendet halt diesen Feuerschlag. Ne? Das macht einen Schaden von ihm. Der macht zwei Schaden. Das Ding hat drei Leben. Wenn ich es spiele, besiegt das einfach. Und dann war das nicht wirklich sinnvoll gespielt. Wenn ich nichts mache, kann ich in Runde 4 ja auch nichts machen hier. Ne? Was soll ich machen? Ich weiß nicht. Wenn ich den hier spiele. Ich verwende die zwei, um Karten zu ziehen, aber. Okay, ich spiele mal einfach den, bevor ich nichts spiele. Machen wir es so. Wenn er den reinhaut, dann verliert er zumindest ein Leben. Und das ist ein Reno-Mage. Ziemlich sicher, so wie das vom Matchup jetzt hier ist. Was bedeutet, der versucht mich die ganze Zeit mit seinen Zauber zu kontrollieren. Ja. Er weiß, dass das Ding hier gefährlich ist, deswegen hat er es entfernt. Ich meine, so gefährlich war es eh nicht gewesen, aber. Hey, immerhin. So, und damit ich hier länger an Bord bleibe, vermutlich werde ich das Spiel verlieren, damit ich hier länger an Bord bleibe, muss ich schauen, dass ich Minions spiele, die halbwegs was können. Ne? Und ihm ist das relativ egal, er hat ja immer wieder Karten und hat immer wieder Zauber. Er muss nur schauen, dass er sich hier am Leben hält. Und durch Bran ist es ja auch urschlecht, bekommt er immer alles doppelt. Also er bekommt jetzt jede Menge Zauber auf die Hand, mit dem er mich super gut in Schach halten kann. Sobald ich hier was hinstelle, wird es er wieder entfernen. Ne? Das ist sein Ding hier. Der Onyxläufer wiederbelebt etwas, was gestorben ist hier. Das ist für mich nicht schlecht. Das sind schon mal 10 Leben auf dem Spielfeld. Die wird er nicht ganz so leicht entfernen können. Vermutlich hat er jetzt so eine Fackel. Die wird er da reinschmeißen. Dann wird er einen Diener reinschmeißen. Und der wird ihm Kummer bereiten hier. Weil er mit 5 Mana nicht ganz so viel Zauber machen kann. Vielleicht tut er sich auch nur einfrieren und wartet auf einen besseren Zauber. Okay, er zerstört einen. Nein, kann er nicht. Er hat keinen. Ist das ein Drache? Nein. Jetzt könnte ich den entfernen, ne? Der hat 4, 5. Ich könnte ihn einfach mal raushauen, den Typen. Jetzt stehe ich mal am Brett. Das ist schon mal für mich was Positives hier. Ich kann alles spielen, was ich habe. Ich könnte Nova spielen, mache jeden 2 Schaden. Ich könnte.
Den Uber ist halt natürlich billig hier, ne? Ist halt so ein Ding. Ich weiß nicht. Ich könnte dem 6-6 verpassen, ihn da reinhauen. Dann stirbt der. Könnte Bran zusätzlich noch töten. Einen heilen. Und dann eine Karte draus ziehen. Nächste Runde greift er mich an und fetzt mich. Ja, machen wir das so. Also, wir machen das so. 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 Einmal auf den Bran. Okay. Jetzt könnte er mit Blizzard kommen hier in der Runde schon und dann sind alle tot. Naja, Blizzard. Es sind nicht alle tot. Die hat es noch überlebt. Aber wie ihr seht, ich habe lauter Zauber auf der Hand und kein Minion. Urschlecht. Jetzt heile ich den mal, damit ich noch eine Karte kriege. Damit mache ich auch nicht wirklich was. Ich habe diesen Lebenverdoppler, das ist irgendwie so meine, wie soll ich sagen, meine Fähigkeit, um jemanden zu zerstören. Ne? Das ist mein Trick hier. Das Ding, diese Karte brauche ich doppelt und das habe ich jetzt schon. Jetzt könnte ich die spielen, um das hier doppelt Leben zu machen, damit die länger da ist. Dann kann ich immer wieder Karten ziehen, was für mich sehr nützlich ist. Könnte aber auch schief laufen hier. Wir spielen die hier aus. Die da vertauscht Leben und Angriff. Also heilen und Schaden. Also wenn ich jetzt mit dem Ding heilen würde, würde ich nicht heilen, sondern Schaden machen. Wenn ich die Nova spiele, funktioniert die Nova rückwärts. Ja, jetzt kann ich zumindest die zwei Spottdiener leicht entfernen hier. Wenn ich jetzt zum Beispiel den hier spiele, mache ich zack, zack, dann stirbt der hier. Dann bekommt er drei Schaden, anstatt dass er drei Leben bekommt. Und das werde ich jetzt auch machen. Jetzt machen wir hier einen kleinen Trick. Also wir zerstören die hier. Nein, das klappt nicht ganz, der Trick. Ich kann die hier nicht kaputt hauen. Ich kann die hier nicht kaputt hauen, das ist schlecht. Ich kann die hier nicht entfernen. Naja, ich kann schon entfernen. Ich könnte Leben und Angriff gleichsetzen, dann hat er null Leben und ist tot. Ich kann die Nova nicht spielen, weil die Nova würde jetzt rückwirkend funktionieren. Die würde mir Schaden machen und den heilen. Die Nova kann ich jetzt nicht mehr spielen hier. Weiß nicht, ob er dann irgendwas spielen will, also mach ich so. Ich hätte der jetzt. Zum Entfernen sind meine Zauber nicht da. Meine Zauber sind eigentlich für was anderes da. Jetzt habe ich ein riesengroßes Board hier und er hat vielleicht einen Zauber. Das ist so gefährlich. Aber das ist die Geschichte, warum ich gegen Mage selten eine Chance habe hier. Jetzt muss ich den Djinn spielen. Jetzt habe ich einen Djinn. Das ist eine der wichtigen Karten bei mir. Das Problem ist, er kann echt viel Schaden reinfahren in den Djinn hier. Der Djinn kopiert die Effekte. Wenn ich jetzt einen zweiten Diener hätte, könnte ich dem die Leben verdoppeln, hat der auch doppelt so viel Leben. Könnte ich dem Leben gleichsetzen, bekommt er auch Leben gleichsetzen. Deswegen ist er super in dieses Ding. Aber der Typ hier hatte wahrscheinlich noch ein Schaf auf der Hand, der kann ihn gleich entfernen. Wenn ich ihn jetzt doppelt Leben mache, entfernt er ihn. Wenn er ihn nicht mache, hat er wahrscheinlich einen Feuerball und nutzt den, um den zu entfernen. Also, ich könnte sagen, dass ich jetzt den Djinn hier opfere, wenn ich nichts mache. Ich mach's mal so. Ich heile den Djinn. Vielleicht ist das notwendig, ich weiß es nicht. Er könnte so viele Sachen auf der Hand haben und dann schaue ich blöd da. Und jetzt überlegt er, soll er denn die Fackel nochmal reinspielen oder nicht? Ich habe genau das, was ihr braucht. Er hat es nicht. Okay, er hat noch drei Mana. Was könnte er machen? Er könnte ihn einfrieren.
Ich könnte mir jetzt zum Beispiel nächste Runde 24 Schaden direkt machen. Und ist er da? Eislanze, er friert ihn erstmal ein, damit ich ihn nicht angreifen kann. Er weiß schon, was Sache ist hier. So, ich könnte jetzt das hier machen. Zerstöre alles, was da am Brett liegt. Ich spiele das und Nova. Oder ich vernichte den direkt hier. Dann habe ich nur mehr den hier zum Entfernen. Den ich aber nicht entfernen kann. Was ist bloß Illumes Wille? Also für mich ist wichtig, das Brett hier zu entfernen. Hier, weil der hier macht jedes Mal zwei Schaden, wenn er einen Zauber macht. Das ist ganz schön schlecht. Was ist bloß Illumes Wille? Wenn ich den spiele und die Nova spiele, mache ich drei Schaden jeden. Der hat aber dann immer noch einen Schaden. Ein Leben, das ist schlecht. Wenn ich das Drachending spiele, vernichte ich alle. Was ist bloß Illumes Wille? Machen wir das, ja. Ich habe mir insgesamt sehr viel Schaden, sehr viel Leben jetzt hier weggemacht von ihm. Aber ist okay. Hauptsache das Brett ist weg. 8 Schaden kann er mir auch nicht so einfach aus der Hand fahren. Vielleicht macht das doch dennoch, aber ich bin mir nicht sicher. Es wäre sehr kostspielig für ihn, für einen Minion so viel Entfernungszauber zu verwenden. Jetzt macht das trotzdem. Ja, vielleicht hätte ich doch nicht das Dragon-Ding spielen sollen, sondern die Nova. Dann hätte er ganz viele Leben gehabt. Ja, und dann hätte ich jetzt hier 24 Leben. Mann. Das war nicht gut jetzt. Das war ein Fehler gerade. Wegen einem so einem Fehler kann man das Spiel verlieren eigentlich. Ich weiß, es schaut nicht so aus, als würde ich das Spiel verlieren, aber ich verliere das Spiel jetzt. Mir bleibt fast nichts mehr anderes übrig, als wir hier entweder den so zu lassen, hoffen, dass er ihn mir nicht zerstört, ich noch einen Djinn ziehe nächste Runde, dann den Djinn spiele, auf den hier Leben verdoppeln, Leben gleichsetzen, dann hat der 14-14 und der Djinn hat auch 12-12. Dann habe ich hier zwei sehr starke Minions. Außer er wird den entfernen. Wenn er den entfernt, dann weiß ich auch nicht. Und wenn er merkt, ich überlege so lange und spiele so lange nichts, dann weiß er schon, okay, der plant irgendwas. Und dann wird er den entfernen, sicherheitshalber. Jetzt kommt er schon mit dem Entfernen, ne? Jetzt überlegt er schon, mit welcher Karte er ihn mir entfernt. Jetzt könnte er, also, ja. Das, was er jetzt hat hier auf der Hand, also was er jetzt wahrscheinlich da drin hat, ist entweder Eisblock oder Schutzschild. Okay, ich habe die Lichtbrut, die ist auch nicht schlecht. Ich werde den jetzt entfernen müssen. Weil der macht seine Karten immer billiger. Macht ihm seine Karten immer billiger hier. Ich könnte vielleicht dennoch gewinnen, aber ich glaube, das ist ja knapp. Ich habe hier leider hier nur mehr 2 Mana. Ich bräuchte 3 Mana. Ich würde dem Leben verdoppeln und den zu einem 9-9er machen. Oder ich könnte dem Leben verdoppeln und ihn zu einem 18-18er machen. Wenn er ein Schaf hat, dann habe ich ein Problem. Oder ich mache einfach gar nichts. Nein. Ich habe lieber 2 starke Minions als ein starkes, weil er entfernt ist wahrscheinlich als Mage. Das war mein letzter Lebenverdoppler, ich habe keinen zweiten mehr. Diese Karte hat immer genauso viel Angriff wie Leben. Deswegen ist Lebenverdoppeln super, wenn man die Dinger da drin hat. Ich habe den schon mal auf 40-40 gehabt. Also ich habe schon mal einen besiegt, der hatte 42 Leben. Jetzt überlegt er, wen er hier zerstören soll. Ich habe noch so ein Ding.
da das nie was Besseres wird als der 9-9er hier. Ich heile nur das Minion hier, weil er ist der Wichtigste hier. Ich darf das Brett nicht verlieren, aber ich werde es wahrscheinlich verlieren, das Brett. Er hat schon relativ viele starke Zauber hier reingehauen. Ich komme zu spät. Viel zu spät. Ja, er kommt zu spät. Was macht er? Einfrieren. Mir viel Schaden machen. Nächste Runde redet er einen von denen hier rein. Ne? Oh, das ist gut. Stellt das volle Leben wieder her. Das Problem ist, ich kann die zwei ja nicht jetzt einfach nur ignorieren, ne? Weil die sind dann nicht nichts. Die machen hier 9 Schaden hier. Was ist bloß Illumis? Ich könnte den raushauen und dann dem das volle Leben wiederherstellen. Jetzt ist er wieder ein 5-5er. Der hat aber immer noch einen 5er hier auf dem Brett. Wenn ich jetzt nur trade die ganze Zeit, also nur Minions gegen Minion spiele, dann komme ich nicht dazu, ihn zu töten. Wenn ich ihm jetzt 14 Schaden mache, habe ich ihn auch nicht getötet. Bringt auch nicht viel, aber ich hoffe halt, dass ich jetzt mit der Zeit vielleicht noch ich kann jetzt den heilen, da reindrehen. Ich habe nur 2 Leben hier mit der Nova, bringt auch nichts. Auf jeden Fall muss ich ihn heilen. Und 2 Schaden würde so locker fahren aus der Hand, dass ich trotzdem. Ich muss. Weil sonst macht er wahrscheinlich irgendwas anderes und entfernt mit denen aus der Mitte auch noch. Sonst hätte er den einfach raushauen können. 5-5, 5-5. Okay. Jetzt fährt er Zauber. Ja, jetzt ist der weg. Und hat jetzt den Feuerball auf der Hand. Schade. Anders kann ich es nicht sagen, außer schade. Ich kann den weder vernichten hier, der bekommt jetzt jedes Mal Feuerbälle und mit den Feuerbällen wird er mir entweder die Minions vernichten, wenn ich ihn nicht töte. Ignorieren kann ich ihn eigentlich auch nicht. Wegtraden wäre auch ganz schlecht. Tja, an der Stelle ist es leider aus. Ich habe keine Ahnung, was ich überhaupt noch machen soll. Nichts ist auch nicht gut. Ich gehe zweimal in Face, aber jetzt macht er Feuerball. Feuerball. Er kann mich jetzt nicht ganz zerstören hier, weil ich 28 Leben habe, aber er überlegt sich jetzt, ob er den jetzt wegmachen soll, den eigenen oder nicht. Weil das Ding macht ihm jedes Mal einen Feuerball, wenn ein Zauber wirkt. Und es funktioniert circa so, er macht Feuerball, Zauber, Feuerball, Zauber. Das ist die Strategie, wie man mit dem dann gewinnt hier mit dem Erzmagier Antonidas. Am besten hat man diesen Emperor, den einen Typen, den er zuerst gespielt hat. Am besten wäre es gewesen, er hätte ihn später gespielt. Dann hätte er, wären seine Karten immer billiger geworden auf der Hand. Und das wäre besser gewesen, wenn er ihn nachdem da gespielt hätte, damit es in der Feuerbälle billiger werden. Dann kann er in einer Runde, weil ein Feuerball kostet 4 Mana, kann er anstatt dass er 2 Feuerbälle fährt, könnte er 3 fahren und kann dann direkt aus der Hand 16 Schaden, 18 Schaden machen. Aber es ist wurscht, was er macht, weil er gewinnt jetzt hier sowieso. Egal wie er es spielt hier. Er hat es damals geschafft, um meine Jeans herumzuspielen und das war sein Glück quasi. Es ist egal, was ich hier spiele. Er hat immer noch Feuerbälle auf der Hand, die wird er immer wieder verwenden, um mich zu zerstören. Ich spiele mal nichts, um zu sehen, was er macht. Vielleicht bekomme ich irgendwas, um den zu entfernen, ohne dass mein Djinn stirbt, aber Schattenwort Tod habe ich noch eins drin, aber ich habe nur mehr 8 Leben. Jetzt fährt er mit allem, was er hat, in mein Gesicht. Er spielt ja noch Prinzessin Huran. Was hat er da jetzt gemacht? Löst den Kampfschrei-Effekt, den Todesröcheln-Effekt eines Dieners aus. Dieses Ding hätte ich auch früher ziehen müssen. Das macht einem Diener 3 Leben. Das ist für mich ziemlich praktisch bei diesem Effekt. Wenn ich jetzt zum Beispiel
die Lichtboot gehabt hätte und den hätte ich den Lichtboot 8 Leben machen können, Leben verdoppeln, hätte das Lichtboot gleich mal. Jetzt hatte ich schon gewonnen. GG. Hätte ich dann das Ding verstärken können. Aber diese Karte wäre es wichtig, wenn ich die früher ziehe, die Kabalenpriester. Und die Djinns auch früher. Und zum richtigen Zeitpunkt die hier. Ja, es ist halt viel verlangt, ne? Aber gegen Reno Mages mit dem Deck hier ist es fast immer eine Niederlage irgendwie. Spielen wir nochmal den. Mal sehen, ob es klappt. Außerdem hat das auch ein bisschen was mit der Uhrzeit zu tun. Spielt man relativ spät, spielen immer die Leute, die recht leidenschaftlich dieses Spiel spielen. Und die spielen nicht unbedingt irgendwelche Zufallsdecks oder so. Vor allem nicht auf der Leiter rauf und runter, sondern die spielen schon bewusst gute Decks. Vielleicht hätte ich nicht mehr den hier spielen sollen. Ja, Krieger. Der spielt auch nicht seit gestern, das erkennt man hier. Er hat über 500 Siege schon gemacht, glaube ich. Die behalte ich mir, falls der jetzt hier mit seinem Flächending. Ah, zwei Flächenschaden habe ich mal auf der Hand, aber ich muss das mal bis Runde 5 oder 6 überleben, weil das jetzt so ein. Wann das jetzt einer von diesen typischen Pirate Warriors ist, also mit Piraten. Dann schaut es schlecht aus. Düster. Ich habe nicht geschaut. Hat er gezogen? Hat er was getauscht? Ich werde vermutlich morgen oder so nochmal Spiele hier machen. Und zwar werde ich dann die anderen zwei Decks mal zeigen, die ich so spiele aktuell. Das Zoo-Deck. Das ist sowas altbekanntes, typisches und das fährt auch ganz gut. Auch das hier, also mit dem Deck hier habe ich heute, glaube ich, 4 Spiele in Folge gewonnen. Aber, ja, es kommt ein bisschen darauf an, wie ich ziehe und es kommt darauf an, was der Gegner so macht. Ne? Der hat jetzt ziemlich viel getauscht, der dürfte vieles nicht gehabt haben auf der Hand, aber ich habe auch erst was ich erst ab Runde 3 spielen kann. Das ist auch nicht gut. Eigentlich bräuchte ich meine Minions, die ich in Runde 1 spielen kann, hier auch. Seid gegrüßt. Gesegnet sollt ihr sein. So. Er legt eine Waffe an. Oi, Pirat. Ja. Und wegen dem ist das Spiel aktuell ein bisschen blöd. Anders kann man es nicht sagen hier. Er konnte mir in Runde 1 direkt 4 Schaden machen und hat hier eine Waffe, einen 1-2er und den 1-1er. Wenn ich die jetzt da ausspiele, nur so zum, ich weiß gar nicht wofür, dann fährt er da rein und ist weg. Und ich muss es dennoch machen, damit er mir nicht noch mehr Schaden hier im Face macht. Das klingt jetzt zwar seltsam, aber es könnte sein, dass ich die Runde 5 gar nicht erreiche hier. Yes. Gerade mit dem Deck nicht. Ich habe ganz wenige Karten zu Beginn drin. Ich habe Zauber, mit denen ich die entfernen könnte, aber die habe ich jetzt nicht gezogen. Ich habe zwar Flächenzauber, die sind super, der hier und der hier. Könnten mich halbwegs über die Runden retten. Aber auch nicht so viel. Das überlegt er mir sich, fährt er mir ins Gesicht oder nicht. Und er hat hier meistens, haben die dann noch einen Piraten auf der Hand. Den hat er jetzt in dem Fall nicht gehabt. Und wie ihr seht, er geht nur Face. Das ist so das typische Matchup bei diesem Deck. Ich muss noch einen spielen. Ich musste das so spielen, damit ich mehr Leben auf dem Brett habe und ich habe auch mehr Angriffe. Also wenn er jetzt mit irgendwas kommt, könnte ich immer was entfernen. Die haben jetzt 8 Leben auf dem Brett, das ist super. Das da macht jeden einen Zauber, macht jeden einen Schaden, das ist auch gut. Ich bräuchte aber mal einen Zauber dafür. Dann mache ich allen einen Zauber. Einen Schaden, dann könnte ich die alle mit der Nova heilen und ziehe für jeden meiner Diener dann eine Karte. Also die zwei harmonieren gut, wenn die da auf dem Brett ist. Das war klar, dass er mit dem Piraten kommt. Das ist irgendwie, es ist immer das Gleiche und man sieht das, wenn man das Spiel spielt, ständig. Aber der ist jetzt etwas im Rückstand, witzigerweise jetzt. Der Kollege hier. Ich kann ihm das ganze Brett entfernen, das hat man auch eher selten, muss ich sagen.
Ich heile den, damit ich noch länger hier da bin. Okay, ich habe nichts bekommen, um. Er kann mir nicht zwei Schaden an jeden machen hier. Deswegen spiele ich den auch noch raus hier. Und jetzt können. Das ist echt eine Sensation, dass ich gegen den überhaupt am Brett bin. Vor allem am Anfang, vor allem mit den Minions hier. Er hätte ja auch ein bisschen wegtraden können in der zweiten Runde. Er hat sie aber da gelassen. Ich habe Karten gezogen. Die Karten waren gut. Die heilt volles Leben. Der hier stellt drei Leben wieder her. Das heißt, ich habe wieder was, um zu heilen. Der will es verlieren hier. Das ist aber auch eher neu, muss ich sagen. Witzig. Witzig für mich. Schlecht für ihn. Was, wie viel Leben hat der? Vier? Wie viel Leben hat sie? Die hat sechs Leben. Das könnte ich heilen. Wir trainen den so rein. Heilen den da. Sehr gut, noch eine. Nein, wir wollen nur nicht, dass die stirbt. Die andere spielen wir nachher. Ich habe ihm jetzt zwar keinen Schaden gemacht, aber ich habe jetzt einiges hier auf dem Spielfeld und er nicht. Und ich kann ihm jetzt einen entfernen, der maximal 3 Schaden hat. Ich könnte ihm noch einen entfernen, der 5 Schaden hat. Ich werde den jetzt vernichten. Die Waffe stört mich nicht. Warum geht er mit der Waffe face? Das, was ich nicht schicke. Er versucht mich hier zu drücken auf, ich weiß nicht was, auf 0, auf mich. Ich werde mich jetzt hier runter ein bisschen heilen. Ich heile keine Minions mehr, sondern ich heile jetzt mich. Es ist schade, dass ich nichts mehr dazustellen kann, aber ich stelle auch nichts mehr dazu, um das Board noch breiter zu machen, weil er hat wahrscheinlich das, dass er alle tötet. Das möchte ich gar nicht. Karten habe ich auch genug, um zu spielen. Ich mache nur das und zerstöre ihm die Waffe. Damit er mir nicht nochmal 5 Schaden fahren kann. Wenn er jetzt das hat, dass er alle vernichtet, ist das schlecht, aber in der Situation bin ich ja öfter mal. Dann kann ich schon Jhin spielen nächste Runde. Jhin und sogar sie wieder, also das ist gut. Oder wenn er jetzt, keine Ahnung, was er macht, wenn er zu viele herhaut, kann ich die mit dem Feuertrank entfernen, kann Nova noch drüber spielen. Ich könnte ein bisschen angreifen und dann Nova spielen, dann ziehe ich wieder genug Karten, also wieder volle Hand. Ich kann ziemlich aus dem Vollen schöpfen. Ich weiß nicht, was der gemacht hat, warum der so in Rückstand geraten ist hier. Vielleicht kennt er sich nicht so gut aus oder so. Er geht wieder nur Face. Ja, es schaut jetzt vielleicht für mich ein bisschen schlecht aus, aber es könnte auch schlimmer ausschauen hier. Wie viel Schaden kann er mir noch fahren? Ein bisschen noch, aber. Schade, dass ich keinen einzigen Spottdiener hier habe. Ich habe ein bisschen Angst vor seinem, dass er das Brett zerstört, wenn ich den Jhin noch reinfahre. Und ich habe keine wirklich. Also wenn ich jetzt das Ding bekommen hätte, was mich heilt, wenn ich einen Zauber mache, das wäre super, aber ich habe dieses Minion nicht bekommen. Ich habe ein bisschen Angst. Ich fahre mal mit der Nova ins Leere. Sollte man normalerweise nicht machen, Leute. So. Autsch. Ich heile mich lieber. Ich habe das jetzt nur gemacht, damit ich jetzt hier noch einen Zauber kriege. Er hatte noch 5. Also entweder er zerstört mich oder ich zerstöre ihn. Und zwar mit den ganzen schwachen Minions hier zerstören. Das ist auch seltsam hier. Wenn ich das da mache, ziehe ich so viele Karten. Ich ziehe 1, 2, 3, 4, 5 Karten. Das stellt bei jedem Leben wieder her und ich ziehe für jeden eine Karte. Wenn ich das mache, ziehe ich so viele Karten, dass das ganze Brett voll ist. Ja. Okay, er hat nur 8 Schaden. Das reicht nämlich daraus. Er verliert. Naja, er hat irgendwie ganz schlecht gespielt hier.
ganz schlecht im Sinne von, irgendwie hat er kein Konzept. Der wollte, ich weiß nicht, was der wollte. Er hatte ein paar Piraten, aber zu wenig Piraten. Er hatte ein paar Waffen. Die Waffen hat er verwendet, nicht um das zu entfernen, sondern nur um sich irgendwie Schaden zuzufügen. Also ich weiß auch nicht. Er hat das seltsam gemacht. Spielen wir nochmal mit dem. Nochmal auf der Ladder, ja. Es ist witzig, dass man solche Leute auf Stufe 17 noch trifft. Normalerweise nicht. Normalerweise spielt er auf 17 dann schon doch etwas besser. Auf 20 staut es sich immer. Auf 20 kann es sein, dass man die stärksten Typen erwischt. Dann rutscht man ein bisschen runter, dann wird es leichter. Okay. Schurken. Schurken spielen aktuell eigentlich immer gleich. Fast immer das Gleiche. Also die werden jetzt... Die spielen auch ein bisschen Pirat. Dann spielen die den Auktionator. Dann machen die so Zauber. Und dann gibt es eigentlich ein paar starke Diener, die sie verwenden, beziehungsweise gehen sie direkt mit den Zaubern ins Gesicht, was auch nicht so nett ist. Ich behalte hier die ganze Hand, weil das nicht schlecht ist. Ich habe was zu spielen, ich habe sie zum Verstärken und eine neue Karte zu ziehen. Und sollte er in Runde 1 schon oder in Runde 2 den Edwin spielen, was sein kann, dann habe ich immer noch was ich spielen kann auf den Edwin. Ist jemand verletzt? Wahnsinn. Ja, er wusste schon, dass das passiert. Kommt er mit dem Piraten daher? Was mache ich ohne 2? Nix. Er kommt wahrscheinlich mit dem Piraten daher, also mache ich das so. Ja, ja. Von wegen Fehler. Er glaubt es, er entfernt sie. Alles klinisch getestet. Und dann? Ich heile mich und ziehe eine Karte. Surlock Gnome. Heißt der Gegner. Ja. Also das ist. Die Rogues sind aktuell ziemlich gut, muss ich sagen. Ja, jetzt hat er 2 Angriff, 4 Angriff. Was macht er jetzt? Fehler wurden begangen. Hat er 3 Leben, ich gar nichts. Hier, kriegst eine Heilung. Schauen wir mal. Da ist noch nichts entschieden. Aber es scheint, als würde er sich auskennen. Okay, ein Cthulhu spielt er. Das ist ja ganz selten. Habe ich schon ewig nicht gesehen. Der Typ hat gleich 4 Angriff, 7 Angriff aus der Hand. Das ist ganz schön mies. Wenn ich den jetzt hinspiele, machen die ihn einfach nur platt, die 2. Lass uns mal machen. Muss ja auch irgendwas machen, der, ne? Jetzt pfeift er boing, boing rein, holt sich 3 Schaden ab, ist aber egal. Kommt nochmal mit seinem daher, höchstwahrscheinlich. Wenn es ein Cthulhu-Spiel ist, hat er die meistens doppelt diese Karte und dann spielt er die auch doppelt. Die Schatten rufen. Ja, das war klar. Stört mich das eigentlich großartig eher nicht, oder? So, was macht der? Eine Kopie. Also er kommt nochmal mit seinem daher, das ist echt schlecht. Gefallen mir nicht. Spiel mal den da aus. Und was hilft mir das, wenn ich den spiele? Dann zerstört er ihn einfach. Wenn ich ihn noch mal zusätzlich heile, bringt es auch nichts. Wenn ich ihm 14 Leben mache, bringt es auch nichts. Der hier hat 2,6. 2,6 hat der. Der stellt aber das volle Leben wieder her, ne? Den könnte man brauchen. Irgendwie habe ich nichts Gescheites, was ich jetzt spielen kann. Es ist nichts wirklich gut hier. Stell mal den hier auf, weil der verliert zumindest nichts. Und verpassen ihm gar nichts. Lass mal das. Er wird jetzt einfach noch sterben und auch was. Ich meine, vielleicht ignoriert er ihn einfach. Nein, tut er nicht. Okay. War gut, dass ich ihn nicht
stark verstellen. Hätte ich mir jetzt ein Leben mehr gemacht, hätte sich noch eine Waffe gehauen und dann mit der Waffe kaputt gehauen. Weil der hätte dann 9 Schaden gehabt aus Waffe und ihn 2. Nein, 1-1 ist jetzt auch nicht der Wahnsinn, oder? Aber 1-1, jetzt hat er hier schon ziemlich viel Schaden auf der Hand. Auf dem Brett, meine ich, nicht auf der Hand. Jetzt habe ich das göttliche Wille jetzt schon 2-mal, das ist gut. Wenn ich jetzt einen Nova fahre, hat der nur halt ein bisschen weniger Leben, das ist alles. Das ist so ein bisschen dumm gerade, weil... Wenn ich dem 12 Leben mache, haut er mir fast kaputt nächste Runde. Wenn ich einfach nur die Nova reinspiele in die Typen, habe ich auch nicht viel gewonnen. Ich könnte hoffen, dass ich anstelle von... So, wir minimieren ein bisschen mal das Brett hier, das ist alles. Ja, da kriegt es gleich 2 von denen. Die 2, also das ist schwierig gegen die hier noch was zu tun. Vor allem, weil die 4 Leben haben. Ich kann die nicht entfernen hier. Deinem Drachenfeuer dran könnte ich schon. Nein, kann ich nicht. Dann haben die immer noch ein Leben. Ich muss warten, bis ich die Orchinalpriesterin ziehe. Es könnte sein, dass ich hier fast nichts mache, bis ich sterbe. Was halt schon schlecht ist, aber ich kann es nicht ändern. Was kann ich machen? Also wenn ich den spiele jetzt und ihm Leben gebe, um eine Karte zu ziehen, könnte es mies laufen. Da hat er 8. Wenn ich jeden 5 Schaden mache, habe ich nichts gemacht. Wenn ich hier jetzt 15 Schaden einfach reinfahre, bin ich schon des Todes fast. Ich habe nichts, was mir zusätzlichen Zauberschaden verleiht. Ich heile mich mal. Ich heile mich mal, weil dann bin ich zumindest dem Tod etwas weiter weg. Sein Ktun kommt mit 10 Schaden daher. Ja, er verbraucht ein paar Zauber hier. Ist nicht so schlimm für ihn. Ich habe die Möglichkeit, ein Brett, was 10-10 ist, komplett zu entfernen hier, theoretisch, wenn ich die Orchinalpriesterin ziehe. Und dann Geisterheilung wirke. Das wäre jetzt bald der Fall. Hoffentlich. Ja, ich muss das jetzt machen. Wahnsinn. Er verarscht mich immer. Ja, es ist nicht so schlimm. Ich habe 18 Leben, er kann mir 9 machen. Wenn er in der nächsten Runde mit dem Doom kommt, dann bin ich etwas aufgeschmissen hier. Er geht nur Face, weil er wahrscheinlich den Doom schon auf der Hand hat. Jetzt, ich hoffe auf die Orchinalpriesterin, dann kann ich die alle entfernen. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann habe ich ein Problem. Da ist sie. Warum ist sie nicht früher gekommen? Mal überlegen, was ich vorher noch machen könnte. 4, 4, 0, 8. Ich könnte mich vorher noch heilen. Weil sonst mache ich nicht mehr Schaden. Fehler wurden begangen. Was ist bloß Illumis Wille? Naja, 9 Schaden aus der Hand. 11 Schaden ist ein bisschen wenig. Das Problem ist, der will mich töten. Der wird mich töten. Ja, der nicht aufhören will, sein Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, ich weiß schon, was passiert. Er hat Ktun auf der Hand. Ja, er hat Ktun auf der Hand. Jetzt fährt er mir 10 Schaden rein. Wenn ich Pech habe, sterbe ich. Aber wenn er irgendwas mit Ansturm hat, dann besiegt er mich trotzdem. Sein Ktun macht jetzt 10 Schaden.
wenn er den jetzt spielt, stirbt das Ding und ich kassiere wahrscheinlich 9 Schaden oder so. Und dann fährt er mir einmal rein, habe ich noch ein Leben. Jetzt überlegt er, ob er es machen soll oder es nicht machen soll. Ziemlich sicher. Und dann stehe ich ziemlich nackt da hier mit fast keinem Leben. Gar nicht, der Sylvanas. Und zerstört mich. Okay. Sylvanas ist so eine Karte, die gefährlich ist. Wenn ich sie töte. Ich kann Sylvanas nackt töten, das ist super. Ich könnte ihm die Waffe töten, Sylvanas. Ja, das werde ich jetzt auch machen. Wir töten erstmal Sylvanas, damit er nichts kriegt von mir. Dann spielen wir. Ja, ja. Der mit seinem Margin, was? Ich spiele den Onyx-Läufer da rein. Mal sehen, was kommt. Ja, das ist okay. Ich könnte. Ich weiß nicht, ob ich mich heilen soll oder nicht heilen soll. Ich könnte den da auch jetzt das Leben verdoppeln. Wenn ich dem jetzt die Leben verdopple, hat 8 Leben. Dann habe ich hier potenziell mehr Angriffsfläche als hier. Er geht mir ja nicht direkt ins Gesicht, oder? Weiß nicht. Okay, wir hoffen einfach, dass das auch ausreicht, was ich mache. Rein theoretisch stehe ich gar nicht so schlecht da. Das klingt vielleicht blöd, aber das da ist, wenn ich ihm Leben verdopple 8, Leben verdopple 16. Das sind 16 Schaden, dass der theoretisch fahren kann hier. 16, 17 Schaden bei 22 Leben. Viel Leben hat er nicht mehr. Okay, er hat kein Cthulhu. Er hat auch so eine. Das ist ja witzig. Er macht nichts mehr. Gut, er verstärkt nur seinen Cthulhu. Okay, ich könnte ihm jetzt echt 16 Schaden fahren. Besser wäre es, ich würde noch einen Djinn ziehen hier. Ich will ja nicht, dass er Karten zieht. Das ist ein bisschen blöd. Wenn ich jetzt jemanden heile, zieht er Karten. Der zieht Karten, wenn ich ihn heile. Das ist ja etwas seltsam. Ist besser so, dann zieh nur ich. Ah, da ist er, der Djinn. Ich mach's lieber bei ihr. Ich hätte auch Leben gleichsetzen können, aber das wäre wurscht gewesen jetzt. Wenn er jetzt mit dem Cthulhu kommt, ist da so viel Heilung auf dem Brett, dass er mich wahrscheinlich gar nicht zerstören kann mit dem Cthulhu. Jetzt probiert er es. Ach, das war bitter hier. Lasst alle Diener auf die Hand zurückkehren. Das war bitter jetzt. Aber er ist noch nicht aus meiner Angriffsfläche raus. Also, er könnte immer noch sterben hier. Ich habe nur mal 7 Leben, das ist sehr, sehr wenig. Ich muss mich auch einmal heilen. Also habe ich nur 8, was ich verspielen kann. Noch 3. Ich muss mich heilen. Vielleicht gewinne ich das Spiel, aber das wäre ein sehr, sehr seltsames Spiel, wenn ich das jetzt gewinne. Er hat auch irgendwie komisch gespielt in den letzten paar Runden. Zu Beginn hat er recht stark gespielt, hat sich gut gepusht, war stark am Brett. Jetzt hat er nur mehr irgendwas dahin gespielt und mal angegriffen, mal nicht angegriffen. Und
sehr, sehr ineffizient gespielt hier. Und ich habe noch Leben verdoppeln und Leben gleichsetzen. Ich werde eins von den Leben gleichsetzen gleich mal verwenden. Hier, ich mache den hier zu einem 6-6er. Nein, ich werde den Djinn spielen. So mache ich das. Den Djinn spielen. Dann setze ich schon mal jemanden hier Leben gleich, damit er mehr Schaden fahren kann. Zieh noch ein paar Karten. Ich habe noch ein paar Karten. Ich habe vor allem den, der mich heilt. Ich hoffe, ich kriege diese Karte, diese 4-6er-Karte, die mich 3 Mana heilt, wenn ich einen Zauber wirke. Also wenn ich die kriegen würde, die wäre super. Dann spiele ich die statt den Djinn lieber und heil mich mal gleich richtig. Ich weiß nicht, was der da probiert. Das war schlecht hier. Er hat zwar das Board geklärt, aber wenn ich den jetzt töte, kommt mein Minion wieder zurück. Also das spielt man nicht auf irgendwas, das spielt man ja lieber auf was anderes hier. Da ist er, der heilt mich gut. Aber bei dem, wie der hier spielt, könnte ich das ja anders auch machen fast. 5. Das hat mich jetzt auch noch geheilt. Ich bin auf 12 oben. Er sucht immer noch nach seinem Tun. Und ich habe so viel Schaden und Angriff jetzt auf dem Brett, dass das jetzt für ihn noch schlechter ausschaut als in der letzten Runde. Mal sehen, was er jetzt macht. Er verliert noch das Spiel. Wow. Sein Tun ist jetzt 17-17. Aber er ist schon tot. Er weiß es nur noch nicht. Und aber er hat schon verloren. Okay. Nein, ich sage nicht gut gespielt, sehr unehrlich, oder? Das wird dumm. Nein, ich kann ihn nicht ganz vernichten hier. Ich kann dem hier 12, 12, 13 machen. Das ist zu wenig. Wo geflutscht wird, fallen Zähne. Ach, der ist auch gut hier. Den könnte man pushen. 3. Ja, wir spielen das lieber so. Jetzt ist er. Nächste Runde könnte ich ihn vernichten. Ich kann ihm jetzt. Er kann mir zwar 17 Schaden fahren mit tun, aber ich habe so viel Leben, das fällt ja zufällig. Er will mir nicht 14 Mal ins Gesicht machen. Das wird er wahrscheinlich nicht. Und auch wenn er spielt, mein Board wird überleben, höchstwahrscheinlich. Naja, ich glaube, ich werde ihn besiegen. Ich habe nicht mehr so viele Karten. Was habe ich überhaupt noch? Ich glaube, ich habe sogar noch ein Schattenwort tot. Vielleicht könnte ich sein Tun danach entfernen mit Schattenwort tot. Leider wurde das etwas länger alles als wie geplant. Ich bin schon 1,5 Stunden hier. Das ist meistens so bei Hearthstone. Aber dafür habt ihr mehr Material zum Gucken. Seht ihr auch Misplays? Vielleicht werde ich mir mal eine Runde machen, wo ich mir dann Spiele von früher anschaue. Dann schaue ich mal, wie ich gespielt habe und ob ich mich verbessert habe. Aber er ist jetzt erheblich in den Rückstand geraten hier. Man muss aber auch sagen, dass die Minions, die meine anderen, also die anderen geheilt haben, mir erheblich geholfen haben. Er verliert jetzt, er weiß gar nicht mehr, was er machen soll. Er kann meine gerne aufgeben, ne, aber. Ist auch keine Option, oder? Jetzt kommt er mit seinem Tun. Wenn er Glück hat, gewinnt er. Nein, es ist schon zu viel daneben gegangen jetzt. So, was haben wir hier? Ich kann ihm jetzt 7 Schaden fahren, 13 Schaden, noch nicht ganz. Ich kann mich nicht ganz heilen und ich kann ihn auch nicht ganz töten. 4, 3, 7. Ich muss noch eine Karte ziehen. Und auf was Besseres hoffen. Ha, da ist er.
regt ihn jetzt ein bisschen auf. Das regt ihn jetzt ein bisschen auf. Schaden war tot bekommen, aus gar nichts. Jetzt hat er keine Chance mehr. 14 Schaden kann er mir nicht fahren aus der Hand. Egal was er macht, er verliert es. Also ich kann mir nicht vorstellen. Er hat Reno? Das gibt's doch gar nicht. Er hat sich vollkommen geheilt. Okay, aber ist egal. Er hat echt Reno? Nein. Jetzt muss ich ihm nochmal 30 Schaden fahren hier, aber der hat echt die ganze Zeit am Liefen herumgespielt. Der war auch mutig hier. Okay, ich brauche keine neuen Karten mehr. Das ist jetzt schon dahin. Wie viel hat der hier? 10 Leben, der hat 5, der hat... Ja, es ist eigentlich egal. Ich muss nur schauen, dass ich jetzt so viel wie möglich Schaden fahre. Ich halte ihn jetzt noch einmal hier. Sehr gut. Achso, mit 3 Leben, das geht sich nicht aus, kann ich niemanden vernichten hier. Ich vernichte ihn jetzt auch noch. Okay, was mache ich jetzt? Ich vernichte den Talnos mal, der nervt. Warum sagt der Danke? Ich überlege noch, ob er mich zerstören kann oder nicht. Wir riskieren es nicht. Es ist genug Schaden auf dem Brett, dass ich ihn nächste Runde vernichte. Ich glaube nicht, dass er mit 14 Schaden fangen kann. Also auf Reno habe ich echt nicht gesetzt, aber mit Bran fährt er auch nichts an. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt irgendwas Brauchbares mit Bran macht. Okay, da kommt er meine Hand zu. Ist nicht so schlimm. Hätte schlimmer sein können. Er holt sich echt 6 Schaden ab, ist auch mutig hier. Ah, er hat verloren. Warum hat er sich die 6 Schaden... Das ist wurscht gewesen. Freund werden. Okay, hier darf mein Freund sein. Weil ich dich besiegt habe. Okay. So Leute, das war's. Jetzt habt ihr gesehen, wie das läuft. Ich komm, bin fast auf 16 runter, aber ich möchte jetzt das Glück nicht überstrapazieren. So. Ja, ich habe jetzt Jäger gespielt und Priester gespielt und wir haben ein wenig über das Spiel geredet, wie es aktuell eigentlich läuft. Ich werde das Video morgen hochgeladen haben, hoffentlich. Ich bin fast den ganzen Tag nicht zu Hause, aber mal schauen, ob ich es schaffe dann. Und ich hoffe, es wird euch Spaß machen. Das Video und so vom Ding, wenn ihr Fragen habt zum Spiel, ich meine, ich habe jetzt nicht die Top-Decks, aber gute Decks, die funktionieren und die können auch andere Leute besiegen hier, wie man jetzt auch gesehen hat, es waren aber auch nicht alles Top-Decks, manche schon und vielleicht, wenn ihr Fragen habt, kommentiert einfach unten in den Kommentaren, vielleicht wollt ihr auch gegen mich spielen, bin ich auch gern dafür, fragt einfach an unten oder so, dann adde ich euch und dann kann man in der Runde auch gegeneinander spielen, wenn ihr wollt. Ja, ansonsten würde es mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet, wenn es wieder heißt Let's Play Hearthstone. Und ich werde das jetzt ab und zu öfter mal hochladen, da ich sowieso spiele und es wahrscheinlich für euch auch interessant ist. Das war jetzt nicht live auf Twitch, das war jetzt hier einfach direkt aufgenommen. Ja, würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Dann schaue ich mal, dass ich wieder die Leiter etwas höher krabble. Vielleicht schaffe ich es wieder in Richtung 13 oder so. Auf 17 bin ich ja jetzt schon gekommen. Ja, danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Euer Wingman.